Hey Leute, willkommen zurück zu Striving for Light. Es gab ein Patch, ein Update und ja, jetzt speichert er die Einstellung. Das heißt, ich habe es jetzt erstmal wieder auf Englisch gestellt. Persönlich, also ich muss sagen schon so, die Texte sind mir auf Englisch auf jeden Fall besser. Auch so die ganzen Bezeichnungen von den unterschiedlichen Sachen. Ich glaube, auf Deutsch kann das an der einen oder anderen Stelle ein bisschen verwirrend sein. Und die andere Sache ist, das, was ich hier geopfert habe, das war mein Licht, ne? Ich glaube, das war mein Licht. Okay, und deswegen kann ich noch keine neuen Sachen freischalten. Gut, dann machen wir doch mal direkt weiter. Okay, gibt es noch irgendwas Interessantes? Nö, wir haben erstmal soweit alles, würde ich sagen. Ja, dann machen wir mal direkt weiter. Das heißt, jetzt müsste der nächste Boss kommen. Mal gucken, was das für einer ist. Ironfrost, okay. Du machst jetzt aber auch nicht so viel. Du kriegst ganz schön viel Schaden. Aber ich glaube wirklich, das könnte später noch ein bisschen schwieriger werden. So, erstmal hier. Ach, dass die so zurückfliegen. Das Problem ist, die bleiben halt lange auf einer Stelle stehen. Das gefällt mir nicht so wirklich. Map Charts. Shard of Chaos, Shard of Conjunction. Okay, was haben wir denn hier? Lightstaff. Die fliegen auf jeden Fall schneller. Aber, wenn ich das richtig gesehen habe, die Äxte machen ein bisschen mehr Schaden. Ja, steht ja auch, sind langsam. Die bleiben halt dann halt auch länger auf einer Stelle stehen. Ist vielleicht ganz gut gegen Gegner, die sich nicht so schnell bewegen. Weil das ist halt. Ha, ich bleibe trotzdem erst nochmal bei den Äxten. So, was haben wir hier? Fokus nochmal. Das war das, genau. Ist jetzt aber nicht so toll. Da haben wir nochmal Fokus. Ja, nee, ich bleibe hier bei den. Wenn wir vielleicht noch so ein bisschen irgendwie Geschwindigkeit bekommen würden, wäre das ja schon ganz nett. So, ansonsten. Das hier war dann einfach nur. Oh, Skillshards. Okay, nehme ich auch mit. Dann können wir quasi umspecken damit. Wie das genau in der Praxis funktioniert, gute Frage. Wie komme ich jetzt? Ich muss auf jeden Fall erstmal. Ich muss dann erstmal wieder zurück. Okay, gut, dann machen wir das doch. Alles klar. So, hallo. Naja. Okay, gut. Aber ich kann jetzt. Das ist ein bisschen schade, dass ich hier halt bei denen noch überhaupt nichts sehen kann. So, dann. Wir haben einen Punkt. Wir haben einen Talentpunkt. Den packen wir dann. Das klingt gar nicht mal so blöd. Vor allen Dingen gegen mehrere Gegner. Gegen Boss ist das jetzt vermutlich nicht so hilfreich. Hier kriegen wir noch mehr Energie. Ausdauer. Hier hätten wir mehr Leben. Energy Regen haben wir da unten noch. Ansonsten mehr Projektile, mehr Max Energy, mehr Projektile, mehr Max Energy, mehr Projektile, aber ich glaube, das ist jetzt eigentlich schon ein bisschen zu teuer. Hier haben wir noch Energy Regeneration, dann nehmen wir das erstmal noch. Ich werde dann vielleicht auf jeden Fall noch ein Projektil da oben drauf packen. Gut, und jetzt müssen wir doch. Ja, jetzt kommen wir sogar weiter. Alles klar. Gut. Oh, jetzt gibt es hier eine Abzweigung. Da haben wir schon direkt andere Modifikatoren für. Plus ein Boss. Aber was heißt jetzt plus ein Boss? Plus ein Boss in dem kleinen, winzigen Bossraum da, oder? Ach, mehr Lebenspunkte. Das wären jetzt gar nicht mal so das Problem, oder? Also, wir machen halt schon ganz gut Schaden. Oder wir gehen halt
hier weiter und versuchen unser Glück. Das ist ja schon sehr verlockend hier mit den ganzen Sachen. Ah, das ist halt schon... Boah. Map Modifiers werden um 20% abgeschwächt und Reward Modifiers um 30%. Gut. Weiß ich nicht, also... Ja, komm, machen wir das. Warum nicht? Oh, dann geht hier auch was auf. Basement. Auch mehr Bosse. Trap Amounts, mehr Traps. Wir können hier noch Modifier rerollen, aber das ist wahrscheinlich Map Modifier. Das ist halt... das kann halt auch nach hinten losgehen. Oder wir können die komplett alle neu auswürfeln lassen. Ha. Ja komm, wir lassen das jetzt erstmal so, wie es ist. Ist auch ein bisschen blöd. Man muss dann erst wieder weglaufen. Damit man dann da wieder rein kann. Gut, dann geht's direkt weiter hier. Und mehr Projektile. Ich wäre, also wenn das auch mehr Bosse sind und die mehr Leben haben, dann müsste ich ja eigentlich schon hier Richtung mehr Projektile gehen. Wäre jetzt, glaube ich, schon irgendwie angebracht. So, Clash of Steel will ich, glaube ich, nicht. Attack Speed ist super, ja. Max Health würde ich halt auch gerne nehmen. Aber ich nehme jetzt hier erstmal mehr Energie. Ich nehme jetzt mal hier mehr Projektile. Wir haben gerade Energy Regen genommen, also ja. Die Bosse sind ja auch scheinbar alle ein bisschen größer. Hier haben wir Attack Speed Boomerang. Ja, das war das wieder. Das brauchen wir alles nicht. Gut. Das sieht doch schon ganz gut aus. So, und wieder rauszoomen. Würde mir ja noch wünschen, dass der die Einstellung speichert, wie weit wir quasi ran oder rausgezoomt waren. Das sieht schon hier ein bisschen größer aus. Komm her. Komm her. Na, so. Geht doch. Und wenn wir das jetzt mal kurz machen, dann... Ja, geht das doch gerade so. Also ich glaube, noch ein Projektil mehr wäre dann schon ein bisschen zu teuer. Ja, wir bräuchten halt mit dieser Sache, dass die dann zurückkommen, Piercing bräuchten wir, glaube ich. So, da oben haben wir schon die Kiste. Jetzt ist die Frage, will ich denn hier schon direkt hin oder machen wir das erstmal anders? Ich laufe da nicht durch, das könnt ihr vergessen. Könnt mal schön in meine ganzen Sachen hier reinlaufen, danke. Hallo. Oh, Kill-Bonus hier oder was? Plus 2 XP? Uah. Na komm schon. Okay, 11 XP. Gab's oben drauf? Ja, ja, da wollte ich nicht reinlaufen. Alles klar, gut. Das ist dann wahrscheinlich wieder ein bisschen Licht. Und da muss man halt auch immer nicht ein bisschen Zeit mit verbringen, zu gucken, was nehme ich denn jetzt hier. Endurance Regen. Gut, wenn ich halt mehr Leben haben will, müsste ich ja quasi da schon lang. Oder ich könnte halt hier unten lang. Hier haben wir noch Energy Regen, aber halt auch eine Menge andere Sachen wieder.
Das ist halt jetzt natürlich so die Frage. Bursting Shot könnten wir nehmen. Ich glaube, ich nehme jetzt mal... Ja, das Problem ist, es kostet dann halt auch wieder mehr. Max Energy haben wir hier. Mehr Projektile, Max Energy, Energy Region. Nee, dann würde ich auf jeden Fall sagen, wir gehen erst nochmal hier so lang, holen uns das. Und Double Hit wäre natürlich... Ja, gut, ist Melee, ja. Vielleicht ist das jetzt hier auch ein Fehler, dass ich mich so auf Projectiles festlege. Gut möglich, aber bisher lief das ja gar nicht mal so verkehrt. Ich habe da schon Schlimmeres in meinem alten Video gesehen. Also in meinem angespielt. Okay. So, dann haben wir das. Dann haben wir da noch die Kiste und dann noch die ganzen Viecher. Ich brauche wirklich Piercing. Das wäre nämlich so cool, wenn die einfach durchfliegen würden. Machen dann Doppelschaden dadurch. Die bleiben die ganze Zeit da auf der Stelle stehen. So, hier noch so ein paar Sachen. Nicht in die Fallen reinlaufen, wenn es geht. Dann ist das doch erstmal ganz okay. Können die denn in die Fallen laufen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Beschiss. So, dann hätten wir das. Dann machen wir natürlich... Ja, komm, dann machen wir das hier. Dann machen wir erst noch Additional Projectiles. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir erst Energy Regen nehmen. Wir nehmen auf jeden Fall Energy Regen, weil das war hier eh Melee. Das kostet halt schon... Das wird dann halt auch immer breiter, je weiter die fliegen. Aber gerade wenn Gegner auf einen zukommen, müsste das ja schon fast reichen. So. Machen wir mal die alle noch kaputt. Da wäre jetzt noch ein Herz gewesen. Hier war dann leider nichts mehr auf der Seite. Ich glaube, ich muss auch mal ein bisschen mehr Dash benutzen. Sonst gewöhnt man sich das nämlich nicht an. Das ist in solchen Spielen echt eine schlechte Nicht-Angewohnheit. Gut, da haben wir so alles. Ja, hier sind auch nur Herzen. Ich weiß gar nicht, ob ich das dann wirklich weitermachen werde, die ganzen Sachen kaputt zu machen, wie die Pilze an der Stelle. Sei denn, ich brauche halt Herzen. Gut, das kommt vielleicht dann auch noch mit auf die Modifier an, was man daraus vielleicht noch kriegen könnte, eventuell. Aber wie groß ist schon die Wahrscheinlichkeit? Erstmal hier wieder Platz machen. So, da oben wird es direkt schon weitergehen. Hier unten haben wir auf jeden Fall noch Kundschaft. Ich laufe nicht hinter dir her. Das kannst du vergessen. So. Okay. Hier haben wir auch noch ein paar Sachen. Ich brauche halt echt für die Äxte hier Piercing. Wenn die dann auch im richtigen Moment zum Beispiel... Geht das? Ist das möglich, dass sie stehen bleiben an einer Stelle? Die bleiben sie ja kurz stehen. Wow. Und wow, du hältst schon ein bisschen mehr aus. Oh, wow. Das tut auch ein bisschen mehr weh. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also ich würde mir gerne erst nochmal hier die Herzen schnappen. So. Ja, komm mal her. Komm mal her, genau. Du kannst natürlich auch echt weit
chargen. Und vor allen Dingen schnell. Ja, du haust halt ab, wenn ich dich einmal treffe. So, jetzt warten wir mal kurz darauf, dass die Suppe da wieder weggeht. Und ja, die mache ich jetzt erstmal nicht kaputt. Die mache ich nur noch kaputt, wenn ich irgendwie Herzen brauche. Glaube ich, das ist die beste Idee. So. Da haben wir eine Leiter, die sonst wohin führt. Aber gut, bevor wir uns das mal angucken, erstmal hier alles mitnehmen. Dann haben wir vielleicht gleich noch ein Level up. Und hier haben wir dann sogar auch noch ein paar Gegner. Ja, das ist doch schon mal nicht verkehrt. Jetzt kann ich da leider so lang nicht lang. Wie viele sind denn hier noch? Gut, dann hier war nichts mehr. Gut, ja, dann sind da noch ein paar. Die Frage ist, was das für eine Leiter da ist. Das gucken wir uns gleich mal an. So, dich haben wir auch mitgenommen. Und sonst so. Ich glaube, das war's, ne? Ja, gut. Also, was machen wir? Auf jeden Fall nehmen wir hier Energy Regen mit. Da geht's jetzt nur leider nicht weiter. Dann können wir auf jeden Fall Max Energy Projektile... Dann müssen wir das vielleicht mal mitnehmen. So viel Max-Energy an der Stelle. Ha, Cutting Shot. Ja. Ha, ach, kostet 2 mehr. Das ist halt irgendwie auch nicht so wirklich eine Option. Da hätten wir noch Energy Regen. Da auch. Würde ich doch sagen, nehmen wir erstmal das mit. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Leben. Und dann müssen wir jetzt mal kurz gucken. So, aber wir hatten hier ja sowieso noch 2 Sachen. Wir hatten ja auch noch... Ja, wo ist es denn? Genau, das hier. Also wir machen da auf jeden Fall ganz gut Schaden. So kann man aber eigentlich auch ganz gut Gegner blocken. Also was heißt blocken? Aber die laufen dann vielleicht dann direkt da durch. Cool, was haben wir denn jetzt? Blazing Dodge. The Dodge burns the ground below you. Bin ich jetzt... Nee, nicht so der Fan von... Mehr Projectiles, ja genau. Hier, was ist was für Melee Attacks? Meteor Blow. Ja, gut, nee. Dann machen wir das so. Können wir ja mal mitnehmen. Und dann gucken wir mal. Vielleicht kann man an den Boss damit überspringen. Grite, okay. Okay. Ja, das ist schon... Wow. Den Dingern auszuweichen ist halt schon so ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Und dann 2 davon, ja, das ist super. Das ist echt super. So.
So, kriege ich dich hier denn jetzt hier erstmal gleich kaputt? Vielleicht? Oder auch nicht? Ich sollte vor allen Dingen erstmal einen erledigen, wenn es denn geht. So, du bist tot. So, du bist auch tot. Warum hattest du denn keinen Balken da mehr? Mapchart. Oh, alles klar. Was haben wir hier? Noch mehr Mapcharts. Bisschen Leben. Bisschen Licht. Und... ja, das war's hier soweit. Gut, gut. Und wir bekommen ja auch relativ häufig dann... ein bisschen Leben. Ich überlege gerade, ich glaube, wir machen das so. Geh jetzt erstmal in eine Stadt. Was wir jetzt eigentlich auch nicht brauchen. Die Frage ist halt... jetzt haben wir hier sogar noch 2 Punkte. Das ist halt auch alles ein bisschen doof. Das ist auch nicht so toll. Das können wir auf jeden Fall noch nehmen. Ansonsten... Attack Speed ist halt auch nicht verkehrt. Das ist halt... aber dann kommen wir halt hier nicht irgendwo hin. Das ist das Problem. Mehr Projektile. Attack Speed. Energy Region. Ja, komm, dann gehen wir auf jeden Fall erstmal hier hin. Dann haben wir das so. Ja, das ist doch schon ganz okay soweit. Alles klar. Ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall dann den Boss oder die Bosse nächstes Mal angehen. Oder machen wir das jetzt schon? Ach, ich... ja, komm, das machen wir jetzt schon. Was soll's. Attack Speed ist halt schon nicht so verkehrt. Autsch. Gut, mit so ein Kram hatte ich da jetzt nicht unbedingt gerechnet. Wunderbar. So, dann noch hier die Herzen kaputt machen. Und was haben wir hier jetzt alles? Shards, jede Menge davon und ein Kurzschwert. 10 Damage, mehr Attack Speed, sehr viel mehr Attack Speed. Hat auch mehr Knockback. Ansonsten hat das halt nicht so... ja, ist halt... ist, glaube ich, schon besser als das Ding hier, oder? Werde ich wahrscheinlich eh nicht so benutzen. Dieser Hammer ist halt auch wieder der Hammer. 30 Damage, ja super. Aber das ist halt... ach nee, ich bleib dabei. Komm, dann machen wir das so. Ansonsten war das jetzt hier alles schade. Gut, dann müssen wir... also wir müssen wirklich immer erstmal wieder zurück. Und was hast du? Hast wieder was zu erzählen? Ja, ja, stronger. Dive deeper. Return, return. Now. Okay, welcome back. Das reicht nach wie vor nicht. Ich will mal kurz was gucken. So, 7. Das ist wahrscheinlich dann wirklich unser Licht. Ich spare das jetzt erstmal. Ja, das machen wir so. Gut, dann würde ich sagen, machen wir nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.